Moin ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video und ich war endlich wieder bei Karl zum Training. Das habe ich die letzten Wochen einfach gar nicht mehr geschafft und seitdem Sina jetzt aber bei mir im Team ist und einiges an Arbeit abnimmt, habe ich auch das Training der Pferde wieder richtig aufgenommen. Die sind wieder in Topform und jetzt müssen wir auch wieder am Parcours arbeiten und am Parcours-Training. Und deswegen fahre ich auch wieder regelmäßig ab jetzt zu Karl und die erste Stunde war natürlich dementsprechend noch, ja, ein bisschen unrhythmisch und man hat einfach gemerkt, dass ich Ewigkeiten nicht richtig gesprungen bin und mir da einiges an Routine gefehlt hat. Ich hoffe, das kommt zurück und mein Auge wird grundsätzlich sowieso hoffentlich noch besser. Aber ich möchte euch die Stunde nicht vorenthalten und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. Da, wo es geht, schneide ich den Originalton von Karl rein oder versuche das für euch eben zusammenzufassen, wenn man es nicht so gut versteht. Und hier und da werde ich dann auch noch so ein paar Kommentare geben, was ich in der Situation gedacht habe oder wo vielleicht meine Schwierigkeit war. Und dann könnt ihr das vielleicht alles ganz gut nachvollziehen. Verbindung halten. Schön dran sitzen bleiben, dass sie den Galoppschwung zu Ende macht. Dass sie sich nicht so klein macht vorher. Besser. Ja, Kontrolle, setz dich hin. Zügel einen kleinen Tick kürzer. Gut. Bleib in der Mitte, nicht zu klein der letzte Galoppsprung. Der letzte Galoppsprung muss immer groß sein. Komm. Gut. So, das war gut. Noch einmal von links. Ich habe euch aber hier in dieses Video übrigens keine Schrittrunden und sowas geschnitten, auch wenn wir viel Schritt reiten, sonst würde das Video viel zu lang werden. Gut. Das war besser. Du hast dreimal mehr Vermögen, wenn der Galopp schon groß ist, ne? Dann drückt sie viel besser ab. Der ganze Grundsprung ist besser. Sie zieht viel mehr durch von sich aus. Weiter. Nochmal. Du musst das schon vorher merken, wenn die Ohren spitz und schon rückwärts rennt, da musst du dran sitzen bleiben. Sonst macht die dir einen kleinen Galoppsprünge. Komm. So, lass sie erst, ist nicht schlimm, wenn es erstmal groß ist. Wichtig ist aber, dass sie erstmal zieht. Gut. Einmal Handwechsel und dann genau andersrum einmal. Was mir auch besonders gut am Unterricht bei Karl gefällt, sind halt klare Ansagen, ganz deutlich, kurz und knapp, damit das beim Reiten auch nicht untergeht. Gut. Komm. Wieder zu spät. Nochmal den Regenbogen. Das konnte man schon im Ansatz sehen, da musst du eher reagieren. Komm. So. Jetzt, die ist ja heute kurvig, weil du lange nicht gesprungen hast. Ne? Da musst du echt den Rhythmus aus der Kurve, jetzt gerade in der Halle, du musst durch die Wendung und durch die Kurve von der kurzen Seite durchgaloppieren. Nicht auf einmal rückwärts. Ne? Erstmal jetzt so, dass der Gang erstmal drin ist, dass sie erstmal zieht. Weiter. So, das war gut. Wie Karl auch gesagt hat, also es ist jetzt alles noch so ein bisschen überritten, aber es ging erstmal darum, dass sie ein bisschen zieht und da fehlt mir dann auch vielleicht manchmal das Feingefühl für ja, Gas und Bremse, aber es war erstmal wichtig, dass sie überhaupt einen großen Galopp vorm Sprung behält. Komm. Gut. Super, viel besser jetzt. Weiter. Komm. Nochmal, Schallopsa. Gut, weiter rein, Schallopsa-Kombination. Gut. Aber durchparieren.
Sehr gut. So war gut. Sehr gut so. Das war jetzt ideale Distanz. Ne, das war ein guter Rhythmus. Sie hat ihren Galopp beibehalten, hat ihn nicht klein gemacht. So war es ideal. Gut. Nicht schneller werden jetzt. Sehr gut. Und gucken. Gucken. Jetzt wird es gleich bremslich, weil ich sie in der Wendung noch nicht bei mir hatte. Aber auch das gehört dazu. Und das meine ich auch mit Routine. Wir haben dann ein bisschen erhöht. Man merkt hier und da, dass bei uns beiden so langsam die Kraft raus ist und die Konzentration dann auch ein bisschen nachlässt. Aber trotzdem haben wir jetzt ein viel gleichmäßigeres Tempo schon hier im Parcours. Und ich habe mehr Gefühl wieder für Gas und Bremse auch bekommen. Links lässt sie mich ja immer ungern durchkommen. Deswegen haben wir auch oft Kreuzgalopp und sowas. Da muss ich noch wirklich ganz viel dran arbeiten. Das war aber schon immer so ein bisschen die Schwachstelle, dass sie mich links nicht so gut durchkommen lassen möchte. Egal, ob die Zähne frisch gemacht sind oder Katinka da war. Das ist einfach so. Vielleicht auch ihre Stutigkeit. Hier bin ich dann mit ein bisschen wenig Schwung reingekommen, weil ich die Wendung nicht durchgaloppiert bin. Und leider komme ich auch gleich die Kombination ein bisschen dicht rein. Und das ist auch so eine Thematik, die Karl mir leider immer wieder sagen muss, dass ich dann passiv werde, die Zügel sogar noch ein bisschen nach vorne gebe, anstatt dann richtig dran zu bleiben. Weil wenn es schon dicht wird, hat er in dem Moment gerade auch gesagt, muss ich natürlich so viel Platz machen wie möglich und das schaffe ich nicht, indem ich die Zügel wegwerfe. Trotzdem können wir schon ganz zufrieden sein. Mit Palou hat das den Tag richtig gut geklappt. Deswegen glaube ich, ist es auch anteilmäßig weniger Sprünge, die ich gemacht habe, als mit Holly. Und er hat mir so ein gutes Gefühl gegeben. Okay. Thank you.
mal einen kleinen Tick zu viel nach außen hier. Dadurch wird es zu eng. Versuch mal, dass du so ein bisschen in die Innenbahn nimmst. Gut. Sehr gut. Sehr gut. So ist super. Diese Distanz, die liebt er, ne? Gleich so brav von Palou, denn hier habe ich es verkackt und er macht einfach zwei Galoppsprünge, um uns da zu retten. Alter. Gut, weiter. Nicht wieder einen dabei machen, nochmal. Den Galopp groß halten. Gut, nicht mehr. Gut.
Ich hoffe, ihr seid noch dran, denn ich habe mir das Kommentieren hier ein bisschen aufgespart bis zum Schluss, damit ihr einfach euch das Ganze anschauen könnt und Palou dabei beobachten könnt, wie toll er das einfach macht. Er ist für mich ein sehr, sehr gutes Lehrpferd. Ich habe schon viel von ihm gelernt und ihr seht, wie zufrieden er jetzt hier rumtrappt. Alle, die uns schon lange verfolgen, die wissen ja auch, dass das keine Selbstverständlichkeit ist für Palou, so entspannt vorwärts, abwärts zu traben. Und ich bin einfach nur happy, dass ich ihn reiten darf und dass wir nach so einer langen Pause doch ein sehr zufriedenstellendes Training hatten. Ja, das war meine erste Trainingsstunde nach echt Monaten. Ich muss sagen, im Schnitt habe ich nachher gemerkt, es war gar nicht so schlimm, wie ich es im Gefühl hatte. Gerade so die Abschlussrunden oder Abschlusslinien, die ich geritten bin. Aber hier und da war wirklich, hat man einfach gemerkt, dass ich verunsichert war, weil ich mir nicht getraut, also meinem eigenen Auge nicht getraut habe und immer viel zu spät reagiert habe. Und das muss einfach wieder, ja, das kommt nur durch Routine. Also es ist ja sowieso, dass ich nicht immer das stärkste Auge habe, beziehungsweise mir nicht vertraue oder zu spät auch einfach reagiere. Also dann sehe ich vielleicht die Problematik, aber reagiere halt einfach zu spät und dann ist es ja auch Banane. Ich hoffe, dass wir ganz schnell an unseren alten Stand wieder rankommen, damit ich dann da anknüpfen kann und wir uns dann perfekt auf die nächste Turniersaison vorbereiten können. So, und dann sehen wir uns ganz bald in meinem nächsten Video wieder. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir auch gerne mit dem Daumen nach oben und ja, bis dann. Tschüss!